Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play EverQuest 2. Wir sind hier immer noch in Mogrent und wir haben ja in der letzten Folge herausgestellt, dass wir ja noch eine Quest offen hatten, die mich am Anfang gefangen haben. Damage Mage. Hallöchen. Eine Quest, die wir ziemlich am Anfang hatten, wo wir noch ein paar Abzeichen sammeln mussten. Die holen wir uns eben schnell. Schnell deshalb, weil wir hier ja immer noch mit dem Zauber der schnellen Reise mit Höchstgeschwindigkeit durch die Gegend rasen. Irgendwie, ich glaube, im Moment sind 70% schneller, also fast so, als hätten wir ein Reittier. Zwar wird uns jetzt kein Reittier angezeigt, aber es geht auch halt ohne Reittier. Sind halt etwas schneller. Sind halt immer ein Magier. Naja, diesen Kampf wollte ich eigentlich vermeiden. Naja. Ist nichts Schweres mehr. Mittlerweile sind es keine schwachen Gegner. So, hier vorne nochmal ein Untersandak-Soldat. Und eins brauchen wir noch, dann holen wir uns das hier. Und ein Fragezeichen. Fragezeichen haben wir schon seit ein paar Folgen nicht mehr gesehen. Fällt mir gerade so auf. Nehmen wir uns das natürlich mit. So. Zack. Und die erste Sammlung haben wir auch schon. Na gut, erste Sammlung, ich weiß gar nicht. Könnte die erste Sammlung sein. Haben wir fast zusammen. So, irgendwo über uns ist ein Questabgeber. Müssen wir mal gucken, wo wir da hin müssen. Ansonsten, glaube ich, müssen wir für die meisten, oder für alle Quests mittlerweile. Ne, für eine Quest müssen wir noch hier unten nochmal hin. Mit Raptoren. Hauen wir den eben kurz um, der hier. Ach, die paar. Ja, komm, hauen wir sie alle um. Feuersturm. Ihr habt hier nichts zu suchen. Und jetzt wieder mit Höchstgeschwindigkeit zurück. Und drüben müssen wir die Quest abgeben. Haben wir noch einen Alternativverbesserungspunkt? Nö, haben wir nicht. Daran war in der letzten Aufnahmesession dann wohl ziemlich, ja, ich sag mal, sorgfältig vorgegangen. So, Skelettbusch. Ich muss 5 von den Skelettbüschen extrahieren, okay. 5-mal Gift. Das ist dadurch drüben. Okay, müssen wir nochmal rüber. Wir müssen eh noch für eine andere Quest rüber. Das passt dann gut zusammen. So. Für diejenigen, die es interessiert, wir haben heute den Tag, an dem die Folge 19 rausgekommen ist. Das war ja unser kleines Special zum Thema Housing, wo wir unser Haus eingerichtet haben. Und jetzt werden erstmal, ich denke mal, ich kann es nicht versprechen, aber erstmal werden jetzt eine Zeit lang keine weiteren Specials auftauchen. Es sei denn, es bietet sich wieder eine Lore- und Legend-Quest an. Ich meine, Hausgegenstände haben wir momentan nicht so viele. Da wird es eine Zeit lang dauern, bis wir wieder genug zusammen haben, dass sich ein Besuch in unserem Haus lohnt. Und auch sonst. Nee, das möchte ich jetzt nicht sammeln. Wir brauchen noch einen Skelettbusch. Ich frage mich auch die ganze Zeit, wo dieser Questgeber hier ist. Hier soll der. Da drüben. Der soll hier irgendwo sein. Und zwar hier unten. Ach, unter uns, okay. Können wir vielleicht später runter. Momentan, könntet ihr ja sehen, kann ich noch nichts machen. Wie kann ich jetzt den Wegpunkt entfernen? Ah, okay, einfach nochmal draufklicken. So, nochmal das. Gehen wir erstmal schnell zurück. Wir sind ja gut zu Fuß. Haben wir denn noch so im Rucksack? Was ist das aus? Das ist Gift. Das ist unser Ring. Ja, haben ein bisschen was im Rucksack. Dieser Rucksack ist natürlich das Beste, unser 30-Slot-Rucksack. Mit dem kann man gut was anfangen. Nicht so. Aber der derbe Rucksack ist vielleicht auch noch in Ordnung, aber die anderen sind ein bisschen arg klein. Naja. In Ordnung, jo. Es ist zu Ende. Wo ist das Gift? An der Spitze des Wasserfalls im Westen. Ah, hier vorne. Okay. Zack. Und dann können wir die Quest direkt wieder zurückbringen. Das war
Damit haben wir ja schon eine kleine Questreihe bald schon wieder erledigt. Tadam! Wir haben die Bergkrebs vergiftet. So. Heute haben wir wieder eine kleine Questreihe erledigt. Huch, das ist auch. Das ist wieder so ein schönes Feature. Hier sieht man schön, wie wir denn hier das Wasser vergiftet haben. Und das wird wohl auch etwas länger noch hier so vergiftet sein. Also das ist auch wieder schön zu sehen. Das zeigt auch, dass sie sich ein bisschen Gedanken machen, was sie denn da programmieren. Man verändert dann quasi die Welt, zumindest aus den eigenen Augen, für die anderen Spieler existieren die Sachen vielleicht nicht alle, aber zumindest für die eigenen Augen ist es ein bisschen anders. Das fand ich ein absolut, ich sag mal, dynamisches System, aber ist zumindest schon mal erste Ansätze von Dynamik. Wie sie ja heutzutage in den ganzen anderen Spielen, ich sag mal, gewünscht werden, beziehungsweise, ich sag mal, insgesamt werden sich MMORPGs immer mehr in Richtung Dynamik entwickeln. Ich glaube, da wird gerade Guild Wars 2 jetzt einen großen Schritt machen, in Sachen Dynamik. Wobei ich mir da vorstellen, noch, da bin ich echt extrem skeptisch, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele dynamische Events dort gibt, dass man dort wirklich lange beschäftigt sein soll. Tut mir leid an alle Guild Wars 2 Fans, beziehungsweise alle diejenigen, die es wohl werden, aber das ist meine bescheidene Meinung. Ich bin der Meinung, man kann zumindest nach den heutigen Mitteln nicht so viel dynamische Events einbauen, dass da dauerhaft keine Abwechslung drin ist, keine Gleichheit drin ist. Man könnte höchstens eine dynamische Welt erstellen. Das Beispiel sieht man ja vor allem bei Minecraft, wie das dort so extrem erfolgreich ist. Das tut ja vor allem seinen Reiz darin, dass die Welt unendlich groß ist und es immer irgendwas zu erforschen gibt. Man die Welt auch beeinflussen kann, zwar nur durch Plätzchen umbauen, aber man kann die Welt beeinflussen und selber gestalten. Also das ist so ein dynamisches System, was ich mir eigentlich vorstelle, was in einem MMORPG gesucht sein soll. Einfach den Entdeckerdrang des Menschen zu wecken. Und während ich hier so ein bisschen philosophiere über meine Auffassung von RPGs, kloppen wir hier die ganzen Raptoren um. Ich meine, ihr könnt ja auch mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr das denn seht. Ich meine, ihr müsst ja zumindest irgendeine Grundaffinität zu RPGs haben, um dieses Spiel zu gucken. Es sei denn, ihr guckt dieses Let's Play nur wegen mir. Da würde ich mich natürlich extrem geehrt fühlen, aber das sehe ich, sag mal, eher skeptisch. Das glaube ich nicht wirklich, dass das wirklich der Fall ist. Gold und eine Schatztruhe. Blitzfäuste. Natürlich wieder nichts für uns. Aber das kennen wir ja bereits. Bis dort hinten noch. Müssen wir noch ein paar Blätter sammeln. Aber insgesamt würde ich schon sagen, die Rollenspielwelt ist stark im Wandel. Man konnte ja vielleicht auch, wenn man ein bisschen aufpasst, so ein bisschen merken, dass sich sehr, sehr viele Spiele jetzt auch in so postapokalyptische Zeiten oder Sachen entwickelt haben. Das heißt, es wurde immer mehr so als Setting Zombies und Weltuntergang und sowas benutzt. Alles im Chaos und man selbst muss das zusammen mit den anderen Spielern wieder ein bisschen herrichten. Also ich meine, konkrete Beispiele zu nennen, könnte man zum Beispiel Rift nehmen, dort ist es ja so, ist überall Chaos, diese ganzen Spalten sind erschienen und man selber ist einer von wenigen, die da wirklich etwas dran ändern können und dort helfen können. Oder dann, was könnte man noch als Beispiel nehmen, ich bin gerade am Nachdenken. Bei Runes of Magic zum Beispiel war es jetzt so, dort wurde dann mit Chapter 4 wurden ebenfalls The Lands of Despair, also das Land des Unheils eingefügt, was auch voll gefüllt mit Zombies aller Art war. Da gab es dann einen bösen Zauberer, der sich die da alle, ich sag mal, untertan gemacht hat, beziehungsweise erzeugt hatte. Der brauchte massenhaft Leichen, hat dort Zwerge gegen Rhinos aufgestachelt, damit seine Leichenberge sich noch weiter steigern und alles
Auch dort waren halt Zombies und postapokalyptische Sachen dann ziemlich im Vordergrund. Und wenn man auch jetzt guckt, zum Beispiel DayZ. Und ich meine, da gibt es noch eine andere Sache, ich weiß gar nicht, was. Also, da kenne ich mich ehrlich zugegeben nicht so ganz genau aus. Auf jeden Fall gibt es da auch mehrere neue Sachen. Einmal gibt es ein Zombie-MMORPG, ich weiß nicht genau, welches von beiden das ist. Es könnte DayZ sein. Und es gibt einmal eine Mod für, ich meine, irgendwie Army 3 oder sowas. Oder Arm 3. Bitte verzeiht mir, ich bin da nicht ganz so auf dem aktuellen Stand und die ist ja auch extremst beliebt geworden jetzt. Und wieder was für ein Händler. Also man muss einfach manchmal auch einfach nur auf den Inhalt ein bisschen achten und so. Man sieht ziemlich häufig ziemlich schnell, in welche Richtung sich dann so ein Rollenspielmarkt oder so weiterentwickelt. Und dann kann man auch meiner Meinung nach ziemlich leicht erkennen, welche Spiele sich denn da, ich sag mal, hervorheben aus der Masse und welche einfach nur dem immer gleichen Setting folgen oder so. Wobei ich richtige Rollenspiele, da sehe ich, ja, da schließe ich sofort diese ganzen Asian Grinder aus. Ich meine, es ist vielleicht für den einen oder anderen, es ist ein interessantes Spielsetting. Es gibt manche, die spielen halt sowas gerne, weil sie da nach der Arbeit nicht mehr so konzentriert sein wollen. Die wollen halt einfach nur noch mal ein bisschen vor sich hinspielen. Ist ich sag mal, irgendwie abschalten beim Spielen. Während ich ja eher einer bin, ich genieße wirklich das Setting eines Rollenspiels. Ich mache gerne Quests, ich laufe ein bisschen rum, ich erkunde die Gegend und habe auch Spaß an den kleineren Sachen, ist nicht mehr so. Und was mir jetzt gerade so aufgefallen ist, für den hier haben wir allerlei Kräuter und Zeugs und so gesammelt. Guckt mal hier, wir haben hier Blumen, die Büsche sind erschienen, diese Büsche sind erschienen und hier das Schilf ist jetzt auch erschienen. Wir haben also ihm hier seinen eigenen kleinen Garten zusammengebracht. Auch schön. Und wir haben einen Punkt erhalten, den werden wir natürlich sofort vergeben. Zack. Jetzt ist unsere Abstimmung des Weisen noch stärker geworden. Zack. 97 Schaden werden jetzt absorbiert. Das ist schon eine beachtliche Menge, würde ich sagen. Und wir haben nicht mehr so viele Quests offen. Ich meine, wenn wir uns unser Level betrachten, wir nähern uns auch ziemlich schnell der Level 20 jetzt. Und ich denke mal, wenn wir dann Level 20 sind. Ich weiß es nicht, ob wir das geschafft haben, innerhalb von 2 Wochen jetzt Level 20 zu werden. Wenn die 2 Wochen als reine Spielzeit zählen, dürften wir es eigentlich geschafft haben. Wenn es nicht die reine Spielzeit ist, dann werden wir es wohl nicht geschafft haben. Das hing dann aber auch vom Let's Play ab, weil wir im Let's Play halt leider nicht so schnell leveln können, sondern ich kann nur so schnell voll. Kann nicht ganz so viele Folgen auch an einem Stück dann immer machen. Naja. Ach, da ist wieder unser Herr Damager Mage. Oder Damage Mage. So, grüßen wir einmal. Wir wollen mal heute nett sein. So. Ich bin gerade am Nachdenken, worüber man denn noch so gerade quatschen könnte. Denn hier jetzt, ich sag mal, wieder zu beschreiben, was ich mache, finde ich ein bisschen eintönig eigentlich immer. Ich finde, ein Let's Player sollte da schon für Abwechslung sorgen. Und auch einfach, ich sag mal, normales Mobs-Kloppen gut überspielen können, indem man da irgendwas Interessantes erzählt. Nur bin ich nicht immer so der Typ, der auch was Gutes, Interessantes erzählen kann. Die müssen wir, glaube ich, hier auch machen. So. Man sieht, ich feste mich hier ziemlich wild einfach mal ein bisschen durch.
Oder so brauchen wir die jetzt noch nicht. Brauchten wir anscheinend noch nicht. Na gut, merken wir uns das. Naja, so wie ich mich kenne, werde ich sie mir sowieso nicht merken, aber mehr versuchen wir es uns zu merken. Dann können wir da auf gleich zurückkommen, wenn wir es wirklich brauchen. So. Mir stelle ich mal hier vorne hin. Hier können wir alles überblicken. Denn jetzt, oh Wunder, ist die Folge schon wieder vorbei. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, wünsche ich euch was und lasst es euch gut gehen.